Hallo Lieben! Guten Morgen! Willkommen bei den Hartmanns! Und den Düring! Wundert euch nicht, wieso ich mich verstecke. Ich bin ungeschminkte Katastrophe heute. Ja, hält das doch mal ein bisschen, dass unsere Köpfe draußen irgendwie. Carsten hat euch erstmal seine Hand gerade gezeigt. Ja, aber die hält immer so, dass... Leute, wir haben ein Problem. Wir haben heute den 47. Tag in der Ausgangssperre. Ich will eigentlich das Einkaufen fahren nach 12 Tagen. Ja, das Arm fällt gleich ab. Nee, ich hab Parking so eine Enge. Und jetzt haben wir ein Problem mit der Katze. Und zwar hat die Katze so einen langen Stachel, ohne Witz, jetzt in ihrem Gesicht drin und wir bekommen den nicht raus. Wir zeigen euch das jetzt mal. Upsi, komm, wir zeigen das mal. Ja, lass die Katze mal, ich kann dir die Kamera so machen. Also hier steckt der drin, ich weiß noch, da, das kleine Stück, aber das, das ist wirklich so lang. Halt riesengroß. Wahrscheinlich geht das halbe Gesicht ohne Witz jetzt und wir bekommen es nicht raus. Lea war deshalb schon mal im Krankenhaus, ne Lea? Ich hatte hier das so voll mit diesen Stacheln, weil ich mal in so ein Ding reingefallen war. Und mein Problem war dann, dass ich die so rausgezogen habe und dann sind die abgebrochen und sind da drin geblieben. Da musste man die so aufschneiden und so rausziehen. Das war richtig schlimm. Ja, komm, wir versuchen es nochmal bei der Katze. Also, ich muss mit der Katze jetzt zum Tierarzt, ne Lea? Ja. Erzähl mal, du hast mit dem Tierarzt helfen. Ich habe gerade den Tierarzt angerufen und der meint, dass man die in Narkose legen muss, damit die kein Theater machen. Zeig mal den Stachel, Kass. Der Stachel ist so lang. Mehr da drin, haben wir gerade gesehen. Also ist schon groß. Also wenn man jetzt so mal mit dem Finger, also der ist schon richtig groß. Und die hat da mehrere drin, also in den Pfoten auch und so. Und wir müssen die jetzt zum Tierarzt bringen. Ja, also fahre ich jetzt zum Tierarzt. So, ich bin jetzt mit der Katze unterwegs und wie ihr hört, die ist am Schreien, wie verrückt, die weiß gar nicht, was los ist. Das Problem ist, ich konnte die Katze in keine Transportbox packen. Upsi, weil die Transportbox noch bei einer Freundin von mir ist. Als wir damals die kleinen Hunde da vermittelt haben, habe ich die Transportbox mitgegeben und habe die immer noch nicht zurückbekommen. Ich würde euch mal kurz die Pupsi zeigen. Ich habe die jetzt in eine Tasche gepackt, aber mit Netz und so, wo sie mich auch sehen kann. Und jetzt fahre ich zu meinen Eltern, die haben schon angerufen, die stellen mir vor ihre Tür eine Transportbox, dann kann ich die Pupsi umpacken, also in die Transportbox tun und dann mit ihr zum Tierarzt. Ich melde mich dann nachher später wahrscheinlich, wenn ich beim Tierarzt war oder vielleicht sogar beim Tierarzt bin, mal gucken. Wer kann mir mal bitte sagen, wie lange es dauert, bis eine Katze heiser ist? Die Katze ist jetzt seit 20 Minuten nur am Rumheulen, wie ihr hört. Aber gut, ich bin jetzt gleich da, Gott sei Dank. Ich kann mit ihr sprechen, wie ich will, die beruhigt sich gar nicht. Ist ganz schlimm. Also Autofahren ist für unsere Pupsi gar nichts. Upsi! So, wir sind jetzt hier beim Tierarzt vor der Tür und warten, dass wir reinkommen können. Wir müssen natürlich draußen warten, weil immer nur ein Patient, naja, einer mit seinem Tier reinkommen darf. Ne, Pupsi? Pupsilein, gleich ist alles gut. So, Leute, wir sind jetzt beim Tierarzt fertig. Die Pupsi, die schreit nur. Das ist ganz schlimm. Also, beim Tierarzt wurde sie untersucht. Die haben die beiden Pinchos Stacheln rausgemacht. Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Also die beiden Stacheln da entfernt und haben die komplett abgetastet, noch untersucht, ob sie sonst noch was hat. Dann haben wir in einem noch so eine Wurmkur gekauft. Die wird nämlich jetzt bald wieder fällig, wenn wir eh schon mal da waren. Ja, und jetzt fahre ich wahrscheinlich noch mal so ein Grundstück meiner Eltern, lasse die Katze da, damit ich noch einkaufen fahren kann. So ist jetzt der Plan, wenn ich jetzt eh schon mal hier unten bin. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ich melde mich aber dann erst wieder, wenn ich zu Hause bin. Bis später. Wer ist gerade wieder gekommen? Deine Mama. Meine Mutter ist gerade wieder gekommen. Die Verrückte. Und die holt gerade irgendwie die Katze. Wir haben schon Wasser hingestellt für die Katze. Die Katze hat bestimmt Durst. Sie war nämlich nicht irgendwo beim McDrive-Schalter irgendwo. Pupsi! Ja, man kann das jetzt gar nicht sehen. Nimm die Katze mal. Endlich wieder zu Hause. Ne, Pupsi? So geht es ja, aber sobald der Motor vom Auto an ist, ist sie nur am Schreien. Pupsi! Pupsi! Jetzt willst du nicht oder was? Komm raus! Okay. Hey, Pupsi! Wasser! Die traut sich gar nicht. Du bist ja zu Hause, ne, du alter Spinner. Ah, Pupsi, du hast uns ja einen Schrecken heute eingejagt. Erst hieß es ja sogar, die Narkose musste und so, ne? Aber hat ja alles gut geklappt. Pupsi, zeig dir mal das Wasser. Ja, hab ich schon. Pupsi. Ja. Na, Pupsi. Hier, guck mal, Pupsi. Jetzt zeige ich dir mal, tu die mal davor. Pupsi, guck. Die muss Wasser. Doch Durst haben.
Nee. Ich muss erst mal gucken, wo die ist. Die hat eine Panik, die traut der Sache nicht. Ach, auf einmal. Pupsi, du bist wieder zu Hause. Und Lea, bist du froh, dass die Katze wieder gesund und munter zurück ist? Ja. Du hast die Haare übrigens schön. Ja, ich bin hier. Ja, ich höre. Und wenn ich dann grübel, dann mache ich es immer so und dann, weißt du? Jetzt muss die Katze bestimmt viel trinken, weil die heiser ist vom Schreien, ne? Ja, überleg mal, wie viel Stunden die geschrien hat. So, ich packe jetzt mal die Einkäufe aus. Ich habe jetzt meine Einkäufe verräumt und Lea hat gerade was entdeckt. Und zwar, halt mal hoch, man sieht es nicht. Ich habe noch Post mitgebracht, Lea hat was bestellt. Mein TKL, weil ich kann ja hier nicht einkaufen gehen und ich halt ohne Einkaufen halt nicht aus, ohne shoppen. Und deswegen musste ich diesmal online shoppen. Und wisst ihr, was Geilste ist? Lea weiß nicht mehr, was sie bestellt hat. Ich habe so gerade so gemacht, ne? Und da sind so Muster, keine Ahnung, ob man das jetzt sieht, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe, Leute. Aber wir packen es gleich aus. Muster aus dem Zebra oder irgendwas mit Leopard sein, ich weiß es nicht. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch sowas auch schon mal passiert ist, dass ihr online bestellt, eine Woche später die Sachen ankommen und ihr es nicht mehr wisst. Lea, ich würde sagen, die mindestens mal Demenz leid. Ich weiß es echt nicht. So, meine Lieben, ich habe mich gerade mal umgezogen und die Mama, die war noch duschen, hat sich die Haare gefärbt und so. Wir werden jetzt nämlich noch ein paar Videos in meinen Kanal drehen. Die wichtigen Dinge im Leben. Übrigens habe ich ja eben auch ein Paket bekommen, das werde ich wahrscheinlich dann mal in dem Video auspacken. Und mal gucken, was da drin ist, aber ich habe echt total vergessen, was ich gekauft habe, was ich bestellt habe. Also wir haben jetzt schon ziemlich spät. Wir haben noch was gegessen, aber nur schnelle Küche heute. Lea und Carsten hatten Rührei mit Brötchen, einfach nur was Schnelles, weil ich so spät nach Hause kam. Der Pupsi geht es richtig gut. Ja. Wir werden jetzt noch ein paar Videos hier oder ein oder zwei Videos für Leas Kanal drehen. Genau. Und dann würde ich sagen, können wir das Video schon beenden, weil viel machen wir heute nicht mehr. Ne? Genau, also wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen dicken Daumen nach oben oder auch einen dünnen. Vergesst natürlich nicht in die Kommentare zu schreiben, wie euch dieses Video so gefallen hat. Ich habe übrigens meine Nägel auch im Namen Duschen ablackiert, aber sind noch ein paar Reste drauf. Vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviert doch gerne die Glocke, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.